Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen im Skoda T25, dem 6er Medium, regulären Medium der Tschechen. Und ich finde, das ist auf der Linie bei den Tschechen-Mates, also gibt es ja auch nur die eine, den einen Tech-Tree, ist das einer der besten oder einer mit der besten? Also es gibt ja im Prinzip drei Panzer, die man in der Garage behalten sollte, wenn man die Linie komplett durchgefahren ist bis zum 10er. Das ist der 6er hier. Dann der 9er der Skoda T50 und dann der 10er der Skoda T50 oder der TVP T50-51. So. Alles Autoloader, drei Granaten im Magazin. Nachladezeit so um die 7, irgendwas Sekunden für den ganzen Clip. 1,3 Sekunden zwischen den Granaten. 110 pro Granate der Alpha, 132 Pen auf der AP, 135 auf der APCR. 0,38 Stockgenauigkeit, 2,1 Sekunden Stock Einzelzeit, 10 Grad Gun Depression. Sehr gutes Leistungsgewicht von 21,23 PS pro Tonne. Ich habe keinen sechsten Sinn. Das heißt, ich war jetzt bestimmt offen. Und 60 km Topspeed. Also an für sich sehr mobiles Fahrzeug. Natürlich entsprechend keine Panzerung vorhanden. Das muss man wissen. Ich habe jetzt hier noch keinen sechsten Sinn drauf. Die Mannschaft hat als erstes die Waffenbrüder. Kann man jetzt drüber streiten, ob das eine gute Idee ist. Der Vorteil, dass der Clip so schnell nachlädt, man kann wirklich mal zwischendrin jetzt wieder so einen Clip, wenn man mal eine Granate rausgehauen hat, reinhauen. Also das geht relativ schnell. Ja, da war die Arti, die hat auf mich oder auf den ELC geschossen. So, in der Stadt nur ein Uni, der auch außenrum fährt. Das ist natürlich sehr schwierig. Und der ganze Rest unseres Teams tummelt sich da drüben. Ich hoffe, dass sie dann auch entsprechend pushen. Da haben wir den Light. Sehr schöner Schuss. Haben wir noch eine reingedrückt. So, der T29 und der TOC war noch nicht offen. Wenn der 12-Tonner da rausgehen würde, wäre das schon mal prima. Da unten ist ein Chinu. Kommen wir an den ran. Ich habe ihn gerade... Erstmal blinden Clip da in die Ecke gesetzt. Da ist der T29. Zum Glück hinterm Haus. Komme ich an den ran. Jo, komme ich. Sehr schön. Ah, der T29 hat natürlich eine gute Panzerung. Aber hier sehen wir, wie schnell der Clip nachgeladen ist. Und es geht direkt weiter. So, jetzt habe ich mal APCR-Clip geladen, weil ich einfach sicher den Schaden auf den T29 rausbolzen will. Denn der ist als Top-Tier-7er hier wirklich der Gefährliche. Der muss jetzt da raus. Sehr schön. Einen kompletten APCR-Clip in den T29. Wir sollten da auch aufgrund der Doppelbüsche nicht aufgegangen sein. Problem ist jetzt einfach, dass der wieder zu ist. Oh Gott. Oh, die Su hat natürlich... Ah, die hat die große Kanone drauf. Zieht uns hier den Rissschützen. Komm schon, lad nach. Und die Arti macht's. Die Left durchschlägt uns 324 Hitpoints. Ja, unser Team kriegt auf der linken Seite nichts gebacken. Unser Team kriegt in der Stadt nichts gebacken. Es steht 3:12. Und... Es läuft so ein bisschen wie bei den Aufnahmen gerade mit dem ISM, den ich ja, wozu ich euch auch ein Video gebracht habe. Sei es drum, 250 gespottet, 1170 Schadenspunkte gemacht. Dafür, dass wir keinen sechsten Sinn haben und uns hier oben ganz gut verteidigt haben, haben wir uns, glaube ich, ganz gut geschlagen. Dass am Ende uns hier die Lev-Arti mit einem Durchschlag rausnimmt, tja, ist ein bisschen Pech, weil die Su wäre raus gewesen. Wir hätten hier wieder ein bisschen arbeiten können, aber so ist es halt und wir sehen uns gleich in der Garage wieder. Hier sehen wir die Auswertung von dieser Runde. Es gab noch nicht mal eine dritte Klasse. Wir bekommen ein Wirkungsfeuer. 1170 Schadenspunkte haben wir gemacht. Ein Kill. Der Type 64 war richtig gut mit 1400 Schaden und 5 Kills. Was soll ich sagen? Das gefühlt komplette Team fährt nach links, bekommt dort nichts auf die Reihe.
in der Stadt. Tja, dann T29 gegen den Uni, der natürlich auch nicht in die Stadt gefahren ist, sondern auf die links, also auf die, was ist das dann, auf die 7er Linie oder auf die 8er Linie, wo er halt aus der Mitte bewirkt werden kann. So what? Wenn wir uns das Gegnerteam anschauen, fällt aber auch auf, dass die auch vom Schaden her eigentlich nur die Such richtig was gemacht hat und der T29, deswegen wollte ich ihn auch raushaben. Tja, und die Lev pusht ihre Statistik mit dem Durchschlagstreffer auf uns. Ja, wie gesagt, der Skoda T25, der hat keine gute Panzerung. Das ist halt das, was das Fahrzeug nicht hat. Dafür halt Mobilität und eine ziemlich gute Kanone. Erfahrungspunkte technisch Platz 2, 247, natürlich nicht wirklich die Welt. Wir haben den einen APCR-Clip geschossen, deswegen sind es 4000 Credits, die wir aus der Runde rausbekommen. 250 gespottet, 371 mit Premium-Account. Wir gucken mal direkt in eine zweite Runde. Wie gesagt, ich fahre den auch hier mit dem Premium-Verbrauchsgütern, um den fehlenden sechsten Sinn ein bisschen auszugleichen. Im Moment sind die ja noch rabattiert bis heute Abend, glaube ich. Also das heißt bis Sonntagabend. Ihr werdet das Video dann, glaube ich, am Dienstag oder am Donnerstag sehen. Ich weiß noch nicht genau. Da kostet die halt natürlich 20.000. Das muss man bedenken. Das ist eine Menge Geld. Aber ich will halt, wie gesagt, den fehlenden sechsten Sinn so ein bisschen ausgleichen. Wir schauen in eine zweite Runde mit dem Skoda T25. So, zweite Runde im Skoda T25. Es ist wieder eine 7er Runde. Und wir sind auf Fjorde. Ich bin gespannt. IS als Heavy, KV85, KV1 als Gegner. Ansonsten, ja, zwei Lights, ein paar Meds, ein paar TDs. Jeweils eine Arti. Bunte Mischung auf jeden Fall. Jetzt nicht so einseitig, das finde ich schon mal gut. Den IS in der Front wollen wir auch nicht unbedingt haben. Auch den KV85 mit unseren 132 Pennen. Also, das Ziel mit dem Panzer ist wirklich, die Mobilität zu nutzen, Kettentreffer zu setzen und dann in die Flanke der Gegner zu kommen. Das geht halt auch wirklich ziemlich gut. Wir sehen hier, wie mobil wir sind. Und selbst im T67 können wir fast hinterherkommen. Das ist wirklich das Nette bei dem. Oh, jetzt bleibt er hier stehen. Ich will davor. Und auch wenn man das ein Autoloader ist, der lädt wirklich den Clip sehr schnell nach. Also man kann Gegner durchaus zirkeln. Und dann sie einfach mit, auch trotz dass. Guten Tag. Trotz dass er hier den Clip hat, fertig machen. Der nervt natürlich jetzt. So, jetzt sind wir im Reload. Ist hier jemand da, der mir helfen kann? Okay. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Einfach schießt zum Glück. Haben wir jetzt schon sehr viele Hitpoints gegen den T71 eingebüßt. Aber es ist halt auch ein Siemer, ne? Shit, der war schlecht geschossen. Ne? IKV verschießt auf den. Wir verschießen nochmal. Sind jetzt ein Reload. Ich weiß nicht, was der. Was der IKV macht. Push ihn doch mal! Oh Mann, ey. Der IKV hat die Hosen voll. Meine Fresse. Wir verlieren alle unsere Lebenspunkte. Was für ein Held, ey. Wir lassen alle Lebenspunkte gegen diesen Light dort liegen. Ich lade nochmal nach. Gut, der geht raus. Ich lade nochmal nach. Wir haben halt jetzt mittlerweile schon so viele Lebenspunkte hier verloren, dass wir jetzt für alles One-Shot sind. Ah, den wollte ich in die Kette setzen. So, kriegen wir den Kill eventuell? Jo. Nachladen. Ich hätte gerne ein paar mehr Lebenspunkte noch. Aber da sehen wir halt auch, wie schwierig die Panzerung ist. Da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig spielen. So, vor uns sitzt irgendwo ein T67. Wir haben keinen sechsten Sinn. Der kann natürlich mittlerweile schon wieder sonst wo sein. Ich lasse erstmal jetzt unseren T67 hier vorfahren. Jeder Schuss, den wir kriegen, ist unser Tod.
kam der denn? So, die haben noch einen Jackson, der nicht offen war. Der könnte also durchaus irgendwo hinten drin stehen. Und der AMX-1375 könnte mal ein bisschen spotten gehen. Der steht irgendwo... Ach, der liegt auf der Seite. Scheiße. Ich komme! Oh, fuck. Jetzt komme ich zu spät. So, ich will mich nicht treffen lassen. Ich stehe hier auch alles andere als Arti-safe. Ich habe es leider zu spät gesehen mit dem AMX. So, die Arti ist aber unter Druck. Das ist schon mal ganz gut. Hallo. Nein. Schieß nicht auf mich. Ja, ich weiß, IKV, du Held. LOL. Wir haben den getroffen. Mit diesem Snapschuss. Okay. Wohoho! Der wartet auf uns und wir bouncen ihn. Gut. Das wird höchstwahrscheinlich der WZ da jetzt machen. Oh, das war gerade sehr viel Glück hier. Er macht es. Und auch der T67 geht raus. Wir machen einen Kill, 1450 Schaden. Am Anfang mit dem, also dass der IKV da diesen T71 nicht pusht, ey. Unglaublich. Steht er full life da und ich lasse mich da halt... Oh. Sehr schade. Da hätten wir durchaus ein paar mehr Lebenspunkte noch behalten können, um dann in der restlichen Runde ein bisschen aggressiver zu spielen. Und nicht so, naja... Wie soll ich sagen? So, Cookie da, Cookie hier. Eine zweite Klasse ist das hier am Ende. Wir bekommen das Wirkungsfeuer und den Spartaner für den abgeprallten Schuss vom Challenger. Wir machen 1450 Schaden als 6er, richtig guter Wert. Ein Kill, 785 Erfahrungspunkte Basis, sind damit auf Platz 1 von unserem Team, vom Schaden her und von den XP-Werten. Wo ist denn der IKV? Hier, wow. Großartig. Schade, naja. Wir haben es überlebt, wir haben es gewonnen, wir haben eine gute Runde hingelegt, deswegen will ich da nicht weiter drauf reiten, sage ich mal. 280, der Abprallerschuss vom Challenger, 23.000 Credits bekommen wir aus der Runde raus und 1178 Erfahrungspunkte mit Premium-Account. Wie gesagt, ohne sechsten Sinn ist schwierig, ich könnte jetzt natürlich hier wieder umskillen und dann verliere ich aber die Waffenbrüder. Von daher quäle ich mich halt immer mal so ein bisschen hier ohne... sechsten Sinn durch und in der Hoffnung, dass ich irgendwann den zweiten Skill halt fertig habe. Zu den Modulen, ich habe hier eine Lüftung, einen Richtantrieb und eine Optik drauf. Ansetzer gibt es ja nicht, weil es ein Autoloader ist. Wir gucken mal kurz rein, was wir noch einbauen könnten. Ja, nicht wirklich irgendwas, was von Interesse ist. Wenn ihr natürlich die billige Variante haben wollt, dann immer Scherenfernrohr und Tarnnetz. Aber ich empfehle jeden, der auch, also egal ob mit oder ohne Premium-Account, spart euch die Credits und holt euch hier die, Module, die ihr auch nur gegen Gold wieder ausbauen könnt, denn die bringen euch wirklich viel. Gerade so eine Lüftung und so ein Richtantrieb sind schon eine Menge wert. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinung zu dieser Medium-Reihe gerne in die Kommentare. Sie ist ein bisschen in der letzten, also sie kam, sie waren, als sie rauskamen, sind es viele gefahren und mittlerweile sind die Tschechen tatsächlich so ein bisschen vom Schlachtfeld verschwunden. Sieht man relativ selten, dass hier noch jemand fährt. Keine Ahnung warum, eigentlich der 6er ist richtig gut und wie gesagt der 9er und auch der 10er, die machen richtig viel Spaß. Also wenn ihr mal Autoloader haben wollt, die nicht unbedingt im französischen Baum irgendwo angesiedelt sind, dann kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. So, wie gesagt, Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat, schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.